Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Freunde, und zwar, ich fahre jetzt gerade zum Freitagsgebet. Danach gehe ich zum Friseur und dann fahren wir nach München. Da werden wir uns heute mal mit dem E63 AMG beschäftigen, von einem Kollegen von mir heute, ne? Checken dann ab, was wir noch so machen, Digga. Nur dieses Mädchen liebt einfach schlafen. Ich werde jetzt zu meiner Cousine fahren, dass ich sie endlich mal los habe für einen Tag Spaß. Ich zu meiner Cousine fahre, danach war das kein Spaß, hä, was? Danach werde ich zu meinem Kollegen fahren. Er hat sich einen E63 geholt. Ich werde auf jeden Fall Videos mit dem E63 drehen. Abend kommen dann die Jungs nochmal hierher und dann schauen wir nochmal, was wir so machen, dies, das und jenes. Deshalb, Freunde, bleibt auf jeden Fall gespannt. Checkt alles ab und genau, bis dann. In Teile, dann verkaufen Waffe in Tasche. Ihr seid Fotze, Handys rum, alle sind komplett vermummt. Freunde, ich bin jetzt bei meinem Cousin in München angekommen. Da ist jetzt auch der Kollege mit dem E63, mit dem wir jetzt gleich rumfahren werden. Ach, da sehe ich ihn, Alter. In was für einer geilen Farbe auch noch. Ich werde jetzt mal ganz kurz mein Auto parken, Freunde, und dann laufen wir zum E63. Da vorne ist der E63, der. Ich freue mich. Ich freue mich derbe, wieder in einem AMG zu sitzen. E63 haben wir da rum. Was ist das für ein großes Auto, Land? Hey Freunde, ich wollte gerade meine Haare waschen. Schaut auf einmal, was da ist am Rakuim, Digga. Moruk, wie krass, Mann, du Psycho, Alter. Weil bei mir, ich habe doch dieses Schaltgetriebe, gell? Bei mir hat sich einfach Haargummis und so voll fliert. Ich bin jetzt bei Batuhan im Auto. Könnt ihr euch vorstellen, Digga, dass einfach dieses Auto weniger verbraucht als meines? Ey, das ist so traurig, das ist so ein kranken Komfort, okay? Das, dazu kommen wir dann später, Digga. Aber ich schwör's euch, er gibt Gas rechts, links, Bro, einfach vom Sitz, okay? Links und rechts. Das hat sich meinem Rückenrad, glaube ich, angepasst. Wenn du sozusagen in die Kurven fährst, damit du sozusagen dich nicht bewegst, dass du so ganz normal bleibst. Ja. Schau, du kannst hier einstellen, Bro, schau hier. Ein fahrdynamischer Sitz ist das. Du hast volle Hütte, oder? Volle Hütte, alles. Bro, ich hab so oft so Nummer geleakt, Amanak. Amanachacht, wo bist du? Amanachacht. Bro! Amanachacht. Wo seid's mir? Was sagt ihr so zu E63? Was ist das irgendwie eine Maschine, Digga. Bro, der wäscht dein Auto mehr mit Liebe als du. Ich höre jetzt bestimmt schon von den ein oder anderen in den Kommentaren, ihr zerkratzt nur das Auto, Digga. Egal, Bro, wir kaufen neue Autos. Bei uns ist es anders, bei uns ist egal, wir flexen doch immer, Digga. Lassen, Bro. Alhamdulillah, Bruder. Hast schon vermisst, dein Wagen zu dem putzen, ja, Bro. Ja, voll, Digga, das Ding ist, Bro. Auf allgemein vermisst mein Auto wieder zu fahren. Wallah, aber diese Tankpreise sind doch auch nicht mehr von dieser Welt, oder? Oh Mann. So ein dickes Auto fahren und dann alles auf die Tankpreise schieben, ist auch nicht das Geld vom Ei, gell? Das 30 Euro habe ich dafür gezahlt. Ich habe auch 40 Euro gezahlt. Bitte. Von so nackt? Nee, ich habe Ledertücher. Willst du Massage, Bruder? Ja, Mann, mach. Was gibt's, warm oder kalte gibt's hier, oder? Ja, gibt's auch Wellenmassage, ist gute Massage, oder? Gott! Oi, da, Digga. Fast Unfall im Titel, oder was? Fast Unfall im Titel. Ich mach da mal Fast Unfall im Titel. Hast du aufgenommen? Ja, sie hab ich aufgenommen, Alter. Denkst du, was tue ich verpasst? Sportbremsen, Bro, Herr Nidion, AMG-Bremsen. Ist Keramikbremse, oder? Nein, Gott sei Dank, ja. Keramik. Hätte ich Keramik, da hätte ich, glaube ich, Unfall gebaut. Echt, oder? Ja, aber Keramik bremst ja später, Bro. Aber wenn du bremst erst nach 1 oder 2 Sekunden. Der bremst dich sofort, Bro. Echt, oder was? Ja. Das wusste ich nicht, so. Egal, meine Community weiß. Alter, mal ein bisschen Fenster auf, dass wir ein bisschen noch mehr hören, oder? Ja, das ist ein Ding,
geil. Ey, diese Sitze sind so krass. E63 AMG ist echt wild. Ich will immer S sagen, aber ist leider kein S. Egal, nächste, inshallah, Bruder. Bei dem Wagen ist halt Dings Launch Control richtig krass. Einmal geht schon. Ich mach immer Launch Control, oder? Echt? Na, Queen, Digga. Wenn du so fährst, wie verbraucht der? Genau, wenn du ganz so fährst. Genau so, 19 Liter. Nur? Alter, würde ich so fahren wie du? 29 Liter, ja, ich schwöre auf alles. Der C hat Dings bei mir verbraucht, 14 Liter. So wie du jetzt fahren würdest? 14, 15 Liter, 16 Liter maximal. Der verbraucht ein bisschen mehr Allradantrieb, knapp 100 PS mehr, wiegt auch ein bisschen mehr. Ja. Aber 19 ist nichts, Alter. Nein, mein Gott. Wenn du jedem anderen 19 sagst, der nicht deinen Wagen gefahren ist, würde auch sagen, Alter, heftig, ist viel. Weißt du, was ich meine? Ja, weil die nicht wissen. Ja, genau, weil die nicht wissen. Weil jetzt hast du den S6, Alter. An der Ampel. Ich muss halt am Inakulation ausreden, Digga. Richtiger Angeber, Alter. Richtiger Hund. Du erzählst mir die YouTube-Videos, weißt du? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich filmen soll, Alter. Alter. Ey, ich sag euch ehrlich, das ist so krank, E63 ist allgemein so krank, der hat genau 85 PS Stimme. Nein, der hat mehr. Wie viel hat der? Also Fahrzeugschein steht 500, also KW, aber 571 PS, aber der hat anscheinend mehr. Der hat anscheinend über 600. Zum Beispiel der E63S hat über 650 oder so, hab ich gehört. Hab ich gehört, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Merkst du den Unterschied zu meinem Mom? Wieso? Ja, das ist schon heftig, Amunaku. Ich schwör, das hat genau gefehlt, ein E63 auf meinem Kanal. Amunaku hat Angst bekommen, ne? Amunaku, Digga. Der ist so krank. Ich kann die Kamera nicht mal gerade halten, Amunaku. Das Geile bei dem ist, du kannst auch in die Kurve Gas geben, Mann. Du bist mal in die Kurve Gas geschaut. Und der bricht nicht aus, gell? Der bricht halt nur aus. Aber der C3S bricht halt anders aus, immer, gell? Amunaku, der Sound ist auch geil, Alter. Auf 30 Liter gehoben. Krass als dein Sauger, ja, Bro, ich gewinne dich. Glaubst du? Schau mal, jetzt auf 30 Liter. Ja. Wieso bin ich 3 Jahre durchgefahren, Amunaku? Natürlich kann ich mir dann kein AMG leisten, Alter. Wenn ich 3 Jahre so durchgefahren bin, braucht ein AMG manchmal. Ich sag's dir so, wie es ist. Wenn ich die ganze Zeit so fahren würde. Doch, der Wagen hält es schon aus. Ich denke mir auch halt manchmal so, weil ich glaube, dafür wurden die auch geschafft. Ja, Mann. Weißt du, was ich meine? Bro, dein Tankstand war bei 150 Kilometer, jetzt nur bei 78 am Monaco. Am Monaco. Der hat richtig Angst bekommen. Sü, Ange! Crack City haben wir in München. Wir zerfetzen auf jeden Fall jetzt einen Döner. Die meinen, das ist der beste Döner. Was sagst du? Wie ist der? Bro. Okay. Ich sag dir, es geht. Bro, der beste Döner? Nein, Mann. Wa? Lange nicht, Bro. Hallo. Jetzt mal ist es euer Auto, ne? Wir fahren sofort weg. Jetzt. Ach so. Also entweder erst um 25 Euro. Achso, nein, dann. Damit können wir nochmal essen gehen, deswegen. So reicht es mir jetzt auch nicht. Was ist denn Lack nicht?